Hallo und herzlich willkommen hier auf fluchelder.de. In diesem Video möchte ich wieder zeigen, wie man Integrale berechnet, die auf den ersten Blick gar nicht so einfach aussehen. Und zwar verwenden wir hier jetzt die Partialbruchzerlegung als Hilfsmittel. Wer sich damit nicht so auskennt, der kann das Video bei uns auf der Homepage www.fluchelder.de einfach mal suchen, gebt da einfach an Partialbruchzerlegung und ihr findet ein Video, das euch jetzt genauer erklärt, an demselben Beispiel, wie ich es eigentlich hier durchrechne, wie die Partialbruchzerlegung eigentlich funktioniert. Nur ein bisschen detaillierter wie jetzt hier. Weil hier ist das Ziel eigentlich, dieses Integral zu berechnen. Also das Integral von 2 bis 3 von dem Bruch x durch x² minus 1 dx. Ihr seht sofort, wir haben das Problem, dass wir hier eine gebrochen ordinale Funktion im Integral stehen haben. Wir wissen noch, wie man so etwas integriert, falls hier unten die Funktion linear wäre. Also falls wir einen Term hätten wie x durch x minus 1, könnten wir das integrieren, dann müssten wir einfach als Stammfunktion den Logarithmus Naturalis von eben genau x minus a haben. Wir müssten es dann in Grenzen u und v auswerten. Falls wir noch irgendwas hier oben im Zähler stehen hätten, wäre das einfach der Vorfaktor. Das ist aber leider nicht der Fall. Was wir auch noch wissen ist, falls wir sowas hätten wie x minus a hoch n, also zum Beispiel jetzt da x minus 1 geklammert zum Quadrat stehen würde, dann können wir das ganz einfach mit dieser Formel hier ausrechnen. Also das Integral wäre dann auch wieder der Vorfaktor und dann auswerten von dieser Formel 1 durch n plus 1 mal 1 durch x minus a mal hoch n plus 1. Diese Formel sollten euch klar sein oder solltet ihr euch mal kurz vergegenwärtigen, warum das so ist. Das klappt nämlich bei uns, da unsere Funktion, hier diese Nullstellen der Funktion, die Polstellen, hier keinen Vorfaktor haben. Wenn der da wäre, müsste man ein bisschen weiter gucken. Aber im Normalfall ist das überhaupt nicht der Fall. Also sie sehen eigentlich alle immer so schön aus wie diese hier, denn das an sich das Problem schon schwer genug ist. Nun, wir müssen also gucken, dass wir diesen Nenner hier irgendwie so hinbekommen, dass wir mit diesen Formeln das Integral ausrechnen können. Das heißt, was wir machen müssen, wir schauen uns erstmal jetzt diese Funktion an sich an. Wir suchen also etwas. Wir versuchen diesen Bruch, diese Funktion, diese gebrochen rationale Funktion anders zu schreiben. Und zwar versuchen wir das in Ausdrücken, die so aussehen. Wir suchen also in dem Fall, überlegt man sich, was sind Nullstellen des Nenners? Und jetzt seht ihr hier, das ist die dritte binomische Formel. Also das kann ich eigentlich schreiben als x durch x plus 1 mal x minus 1. Nun, aber auch das hilft uns beim Integrieren noch nicht arg weiter, denn das ist ja ein Produkt. Wenn wir eine Summe hätten von dem Bruch von irgendwas durch x plus 1 plus irgendwas anderes durch x minus 1, dann wären wir deutlich weiter. Also wir suchen eigentlich genau das hier. A durch x plus 1 plus b x minus 1. Wenn ich jetzt a und b bestimmen kann, sodass das hier und das gleiche ist, dann könnte ich diesen Ausdruck hier oben einsetzen und das Integral ja viel einfacher, denn diese beiden Integrale kann ich ja mit dieser Formel hier integrieren, besser ausrechnen. Also müssen wir gucken, dass da und da das gleiche steht. Was macht man dazu? Naja, man nimmt den rechten Teil hier und bildet den Hauptnenner. Hauptnenner heißt in dem Fall das eine mit dem anderen multiplizieren. Ich muss also diesen vorderen Term mit x minus 1 multiplizieren, dann steht da noch a mal x minus 1 durch x plus 1 mal x minus 1. Und dann plus b und diesen Term hier drüben, den muss ich ja mit x plus 1 multiplizieren, damit ich auf den Hauptnenner komme. Also steht da plus b mal x plus 1. Jetzt sehen wir, dass der Nenner hier und hier genau gleich ist. Das heißt, jetzt müssen wir einfach noch den Zähler betrachten. Also schauen wir uns den Zähler an. Im Zähler steht es so etwas wie x ist gleich a mal x minus 1 plus b mal x minus 1. Und jetzt multiplizieren wir das mal aus hier drüben, dann steht hier nämlich ax minus a plus bx plus b.
Und was wir jetzt machen ist, wir sortieren das alles mal ein bisschen. Wir suchen also die Terme von x, dann kann man das zusammenfassen auf a plus b mal x, a x plus bx und ich klammer alles aus. Und dann haben wir noch plus b minus a. Jetzt müssen wir also das hier betrachten und das soll genau das x hier vorne ergeben. Das können wir jetzt machen durch einen Koeffizientenvergleich. Wir schauen also und sehen hier x und da x. Das heißt, a plus b muss 1 sein. Und b minus a, naja, wir haben hier überhaupt keine Zahl von Vorkommen. Das heißt, der Skalar ist 0. Das heißt, es gilt aber auch, minus a plus b muss 0 sein. Hier können wir sofort ablesen, a und b sind gleich. Und hier oben kann man natürlich ablesen, wenn das a 2a sind 1, also a gleich b gleich 1,5. Das kann man sich hier einsetzen. Wir wissen jetzt, das Integral hier oben von 2 bis 3 kann ich also auch berechnen von diesen Ausdrücken 1,5 x plus 1 plus 1,5 x minus 1 dx. Nun setzen wir einfach diese Formel ein und wissen also, das ist nichts anderes als 1,5 mal ln von x plus 1 an den Grenzen 2 und 3 plus 1,5 ln x minus 1 an den Grenzen 2 und 3. Nun müssen wir das einfach auswerten und sehen am Ziel. Also 1,5 mal obere Grenze einsetzen minus untere Grenze. Ln von 3 plus 1, also ln von 4, minus ln von 2 plus 1, 3, plus 1,5 mal ln von 3 minus 1, 2, minus ln von 1. Was können wir da noch machen? Logarithmusgesetze, dazu gibt es auch ein Video. Das kann ich zusammenfassen als 1,5 ln von 4 Drittel. Der vordere zusammengefasst, ln 4 minus ln 3. Kann ich jetzt auch einfach teilen dann. Und da hinten steht dann einfach min plus 1,5 ln von 2. Warum? Weil der ln von 1 ist einfach 0. Auch das kann ich doch zusammenfassen. 1,5 ln 2 mal 4 Drittel, also 8 Drittel. 1,5 ln 8 Drittel wäre die Lösung dieser Aufgabe. Wer Spaß daran hat, die Logarithmusgesetze einfach mal anzuwenden, der weiß, dass das auch dasselbe ist als ln von Wurzel von 8 Drittel. Aber das ist wirklich nur noch spaßeshalber gewesen. Nun, ihr habt hier gesehen, wie man einen Bruch, eine gebrochen rationale Funktion integrieren kann mit Hilfe der Partialbruchzerlegung. Wenn es euch gefallen hat, schaut mal auf www.librelda.de vorbei, besucht uns bei Facebook und bleibt uns gewogen.